heute. Heute nicht mit einem Livestream, sondern mit einem Video. Ich habe mir überlegt, ich werde so ziemlich jedes Auto auf einer von A nach B Strecke fahren. Vielleicht im normalen Modus, vielleicht ein bisschen rauslassen. Ich bin noch nicht so konform mit dem Driften, deshalb werden wir gucken. Heute mit dem C63 AMG S. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin nicht so der Mercedes-Held. Mit harten Pirelli-Reifen, damit er auch mal ausbricht. Ich habe die Grafik mal auf Ultra geschaut. Mal gucken, wie es läuft. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Ab ins Cockpit mit uns. Ah, ich wollte euch noch was zeigen. Der Sound ist nämlich, der ist so brachial. Ja, das wollte ich euch zeigen. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. So, dann fahren wir einfach mal. Wir fahren in Frankreich, wenn ich mich nicht irre. Und ich versuche das wirklich piano zu machen. Piano, so dass wir nicht crashen, denn ich habe leider den Schaden an, und zwar komplett, volle Würde. Ich hatte vorhin ein schiefes Rad vom Herrn, also holla die Waldfee. Und im Anschluss gucken wir uns das Ganze natürlich in der Wiederholung an. Habt ihr schon mal dieses Modell live erlebt, gehört, gesehen, wie auch immer? Also ich habe es gesehen, live von JP. Viel eher gehört und dann vielleicht noch eine Sekunde gesehen. Und ich muss sagen, auch wenn ich kein großer Mercedes-Fan bin, es gibt Modelle, da kann BMW nicht ansatzweise mithalten. Zumindest meine Meinung, wenn es um Sound und Optik geht. Ich finde, das Modell ist eines der schönsten, was wir jemals gebaut haben. Nur was ich nicht cool finde, und das ist bei den ganzen neuen Mercedes-Modellen so, das ist dieses Tacho da rechts, also dieses Navi oder was das sein soll, wo wir die Instrumente drauf haben. Das finde ich echt, irgendwie, weiß ich nicht, für die Preisklasse ein bisschen billig einfach so draufgepappt, weil sie irgendwie keinen Platz mehr hatten oder Audi nicht kopieren wollten. Vorsichtig, wir haben Schaden an. Herr Brocken, vorsichtig. Was auch noch kommen wird, wird eine Cam. Also, ich habe ja eine Cam, aber ich habe Probleme, die auf das Lenkrad auszurichten und gleichzeitig den Motor im Monitor zu erfassen. Da muss ich mir noch was überlegen. So eine Art Stativ oder was. Ich bin echt mega verliebt in dieses Modell. Der Sound ist echt. Also ich meine, klar, in Natura ist der noch heftiger und noch schöner, aber ich finde, Project Cars 2 hat hier schon einen sehr guten Job geleistet. Nun überlegt, im ersten Teil waren selbst Tunnelfahrten ein Graus, weil der Sound viel zu spät kam und naja, der Sound war halt so lala, ne? Hauptziel ist es, das Auto einigermaßen heile durch die Map zu bringen. Genau. Wenn ihr Tipps habt, ich meine, ihr seht jetzt nicht mein Lenkrad, aber ihr seht ja, was das Lenkrad im Spiel macht. Wie ich das besser zum Quertreiben bringe, den PKW, wie ich das machen kann, dann schreibt mir bitte in die Kommentare und schreibt mir auch eure Eindrücke zu dem Wagen in die Kommentare. Und ob ihr euch, wenn ihr die freie Wahl hättet zwischen zum Beispiel, nehmen wir mal den C63 AMG und nehmen wir den M4 als Kontrahenten oder den M5. Nehmen wir einfach mal die beiden. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, welchen ihr bevorzugen würdet und wieso. Das interessiert mich. Ich bin die Strecke soweit noch nicht gefahren in den Testfahrten, weil sie immer früher zu Ende waren. Ja, ich glaube, das könnte jetzt schon massive Auswirkungen haben. Wir bleiben mal kurz stehen. Nee, okay. Sieht noch alles okay aus. Boah, dieser Sound ist
echt unglaublich. Mir geht es in diesen Videos nicht darum, die Strecke schnellstmöglich abzufahren, sondern einfach, wir gucken uns das Auto an, wir genießen die Landschaft. Es sieht ja hier echt paradiesisch aus. Ich gehe nochmal in die Außenansicht. Es ist echt mega. Außen haben wir vielleicht nicht ganz die 60 FPS, aber es ist ein Genuss, der Lichteinfall. Ich finde, die haben schon echt gute, gute Arbeit geleistet. Echt wirklich begeistert von der ganzen Kulisse her. Oh, ein Tunnel. Ah, das hört sich gut an. Ich dachte, wir werden ein bisschen mehr driften, aber ich habe keine Lust, den Wagen jetzt schon, da kommen schon ein paar Kurven, wo man driften kann eventuell, jetzt schon kaputt zu machen. Deshalb machen wir einfach Piano. Und ihr könnt mir auch am Ende noch schreiben, ups, wie ihr diese Art von Video findet. Ich dachte mir, ach, wieso immer driften, wieso immer Nordschleife, Zeiten jagen. Das Spiel kann noch viel mehr als diese stupide Zeitengejage. Und ja, driften ist nicht stupide, aber ich krieg's halt auch nicht wirklich hin, wie man sieht. Gut, jetzt haben wir hier Höhen und Tiefen. Aber es ist ähnlich einfach. Das merkt man schon sehr krass in diesem Spiel. Ah, ich fahre übrigens mit dem OEM-Setup. Ich habe es mal komplett resettet. Und den Reifendruck habe ich, glaube ich, ja, den Reifendruck habe ich angepasst. Hinten ein bisschen härter als vorne. Und die harten Pirellis drauf gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht, weil meine Setups, die waren schon so unfahrbar. Ich habe halt versucht, irgendwas Driftiges zu finden. Aber das ist hier im Spiel nicht wirklich einfach. Bin schon gespannt, ob die Wiederholung spannend und schön aussieht oder doch eher langweilig. Ja, genau deshalb habe ich hier Angst, Gas zu geben. Weil auf den weichen, auf den harten Pirellis fliegt man extrem schnell ab. Vor allem, wenn der Reifendruck hinten höher ist als vorne. Aber ich glaube, ihr hört das auch. Die Strecke ist nicht einfach. Also mit dem Setup hier, da habe ich die harten Reifen drauf, um ein bisschen Spaß zu haben. Aber mit Schaden müssen wir halt echt höllisch aufpassen. Yep, ein Satz mit X, das war wohl ein X. Egal, Übung macht den Meister, hat Stetzi gesagt. Und ich bin auch der Meinung. Ich glaube, das Setup ist durchaus driftbar. Ich denke auch, dass so eine Strecke driftbar ist. Ich glaube aber auch, dass meine Erfahrung in solchen Simulatoren, speziell in guten Simulatoren wie diesem hier, wo echt alles berücksichtigt ist und alles, oh shit, irgendeine Auswirkung hat. Ja, aber das Rad ist noch gerade wenigstens etwas. Ich denke, dass ich hier einfach noch viel zu wenig Expertise habe, viel zu wenig Erfahrung. Ich komme zwar schon situativ ein bisschen klar, damals hätte ich sowas zum Beispiel nicht abgefangen. Für euch sieht das nach nichts aus, aber hier, das ist schon ein ganz schönes Rumgerödel mit dem Lenkrad. Vor allem bremsen muss man früh, denn
Genau. Welchen Fehler habe ich da gemacht? Ich habe die Lenkung zu langsam aufgemacht. Also quasi wieder zurückgelenkt in die Standardposition. Das übe ich gerade noch, also jetzt nicht hier vielleicht. Wenn ich das übe, dann kann ich nicht wirklich reden. Hashtag Multitasking. Aber die Strecke ist schon schön lang, also das kann man sich geben. Das macht schon ordentlich Laune. Die ist echt mega hübsch gemacht. Leichter Slide. Ja, an so einem Örtchen wohnen, mit so einer Kiste vor der Tür, ich glaube, das wäre ein Träumchen. Mal mit dem Sohnemann ein paar Runden drehen. Oder schön an der Küste entlang fahren. Upsala. Egal, was wir machen, genau. Das war jetzt, was war das? Aha. Okay. Jetzt hat es mich aus dem Spiel gehauen. Ah ja, okay, alles klar. Weil nämlich... egal was ich quatsche, ab und zu aktiviert sich das tolle System von Windows. Weil es denkt, ich hätte geredet. Und dann fliege ich aus dem Spiel. Und es auf dem Desktop. Ja, das ging in die Hose. Naja, gut, okay. Wir tasten uns noch ran. Ich hoffe, in der Wiederholung sieht man die Fehler besser, die ich mache, weil von außen fällt es mir einfacher, wenn das Auto in Bewegung ist, zu beurteilen, wo der Fehler da jetzt lag. So, wenn ich fahre, mit all den Rückmeldungen vom Lenkrad, ist dann situativ echt schwer zu sagen, boah, was habe ich jetzt in der Sekunde falsch gemacht, wie hätte ich anders reagieren müssen. Aber ich denke mal, es werden noch viele Videos von diesem Spiel hier folgen. Boah, ein Traum. Upsala, Vollgas ist eine schlechte Idee. Das war es auch schon. So, dann lasse ich euch jetzt mit dem Replay alleine. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Brocken. Ciao, ciao. Hey.